Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Water. Sorry, dass es jetzt mal wieder eine kleine Pause gab. Ich habe es mal wieder verpennt, das anzukündigen, aber ich war eben zuerst auf einem Festival. Ich glaube, während dieser Zeit kamen sogar noch Parts von Risen 2, aber dann war ich auf der Gamescom und da konnte ich dann leider vorher nichts mehr aufnehmen, weil ich, wie gesagt, vorher auf einem Festival war. Deswegen diese eine Woche, in der ich auf der Gamescom war, kam nichts und jetzt diese Woche bis heute auch nicht, da ich mich nach einer Wohnung umgeschaut habe, wie auch immer. Denn ich werde das wunderschöne Saarland bald verlassen. So, wir machen das jetzt mal hier, wie ich besack, und ich renne am Anfang erstmal eine Runde im Kreis. Ja, deswegen kam auch diese Woche nichts, denn ich werde jetzt nach Trier ziehen. Hab auch eine Wohnung gefunden. Und dort werde ich eben studieren, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, falls es irgendwen interessiert. Und deswegen war ich jetzt diese Woche nicht da, weil es war schon ein bisschen stressig. Musste ich eben nach hier fahren, das ist schon eine gute Stunde zu fahren und auch eben nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ja, aber jetzt habe ich eine Wohnung gefunden, dort werde ich jetzt auch gleich noch anrufen und die Wohnung, also unsere favorisierte Wohnung, ein Kumpel von mir geht mit, der studiert nämlich auch in Trier und wir holen zusammen eine Wohnung. Ich werde dann gleich mal anrufen und uns die Wohnung sichern. Soweit dazu. Jetzt geht's wieder weiter mit Risen 2 Dark Waters. Ich gehe mal davon aus, jeden Tag so einen Part. Das schaffe ich auf jeden Fall. Vielleicht kommt ab und zu auch mal zwei oder so. Vielleicht kommt ab und zu auch mal zwei. Je nachdem, wie motiviert ich bin. So, ich habe gerade gar keine Ahnung, ob ich überhaupt laut genug bin. Ich schieb mal das Mikro ein bisschen näher zu mir ran. So, na, wird schon passen. Hab ja voll das Übel-Mikro, das alles aufnimmt, was hier passiert. Egal. So, jetzt gucken wir erstmal nach Quests. Wie ging das nochmal? Ich habe die Steuerung natürlich erstmal wieder vergessen. Das ist immer blöd, wenn man unglaublich viele gleichzeitig spielt und dann zwei Wochen ein Spiel nicht, dann hast du alles wieder vergessen. Wie komme ich hier zu Logbuch? Da ist es. So, zack. Alle laufende Quests. Genau. Der Bericht des Speers ist Quatsch. Hier der Schlaue. Da müssen wir hin. Zack. Schiffsausrüstung. Der Pfand. Das brauchen wir nicht. Das schießt du ja mit Donovan. Das brauchen wir gar nicht mehr. Alter, sind wir jetzt fertig, oder was? Dann rede ich mal wieder mit dem Capitano. Denn ablegen dürfen wir jetzt auch. Wir haben ja mit Alvarez gequatscht. Ergo dürfen wir lossegeln. Wo ist er denn? Ach, hier steht er, oder? Das müsste er doch sein. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, ist er. So. Eine Sache noch? Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Oh, hoppala. Huch. Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich. Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Zuerst noch beschweren. Er gibt wieder Worte. Und dann danke. Ich stehe in deiner Schuld. Naja, ob der so super ist, der Steuermann, wissen wir nicht. Aber immerhin haben wir eben einen Steuermann besorgt. Übrigens, die Stimme von Captain Slane erinnert mich an irgendwas. Ich kann euch nur nicht genau... an irgendwen, natürlich. Ich weiß nur nicht genau an wen. Naja, dann plaudern wir noch ein bisschen. Vielleicht finde ich es in der Zeit raus. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Oh, man kommt viel herum und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Soll man dem das jetzt erzählen oder nicht? Na, wir erzählen es ihm mal nicht, komm. Das kann ich nicht, auch wenn ich gerne wollte. Na gut, du wirst deine Gründe haben. Ja, später vielleicht. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Männer wie wir gehören auf die Planken eines Schiffes. Aber echt. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust.
Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Ja, von mir aus können wir jetzt los. Oder? Ja. Wir haben sonst eigentlich nichts mehr zu tun. Moment, ich guck lieber vorher nochmal. Logbuch. Also wir haben nur noch ja diese eine Quest, die wir eh nicht machen. Die Schwertküste, das ist woanders. Insel der Toten ist auch woanders. Sturminsel, Schatzinsel sind die DLC ist, legendäre Gegenstände. Finden wir hier nicht. Ah, irgendwer hat mir erzählt, wo man den Kampf findet. Scheiße, ich hab's vergessen. Ah, ich werde es wieder nachlesen. Der Papagei. Irgendwer hat mir das geschrieben. Ich habe es aber wieder vergessen. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal nachgucken und mir dann den Kamm holen. Gut, dann segeln wir los, mapmäßig. Ja, Insel der Toten waren wir, Caldera waren wir, Takarigua waren wir, Antigua sowieso, Schwertküste auch und die Bucht von Maracay. Da waren wir auch. Es bleibt dann noch hier diese Insel, da oben die, aber da können wir noch nicht hin. Also, segeln wir los. Wir können jetzt Antigua verlassen. Dann schwing deinen Hintern rüber auf deinen Kahn. Sag deinem Steuermann, dass er dich auf der Insel der Diebe absetzen soll. Ah. Insel der Diebe? Ja. Du wirst alles verstehen, wenn wir dort sind. In Ordnung. Aber wehe, du bist nicht da. Keine Sorge. Ich werde da sein. Wir sehen uns auf der Insel der Diebe. Gut, dann gehen wir da mal hin. Ich glaube, auch dort sollten wir einen Gegenstand finden. Einen legendären. Da habe ich doch gerade was gelesen. Der Papageienflügel. Ein Hinweis auf den Verbleib des Papageienflügels könnte ich am Südrand der Insel der Diebe finden. Den Piratenalmanach, der ist bei Captain Stahlbart. Der Flachmann, den hat irgend so ein Gnom. Okay, von der Insel der Diebe hat mir ein Kumpel erzählt, sage ich mal. Den habe ich auf dem Gamescom-Camp kennengelernt. Also als ich auf der Gamescom war, haben wir hier gecampt. Es gibt ja extra so ein Gamescom-Camp. Da war Alex und ich und später war dann ist Alex nach Hause gefahren und dann kam Merlin, also ein Ich-Bisack. Der kam dann und so habe ich mit dem dort gecampt eben. Und unsere Nachbarn, mit denen habe ich mit denen haben wir uns eigentlich die ganze Zeit unterhalten. Die waren sehr nett. Und der hat mir dann auch erzählt von der Insel der Diebe, der eine. Und hat gesagt, dass es dort irgend so ein behindertes Viech gibt. Irgend so ein total blödes Monster. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das wird auf der Insel der Diebe. Vorher rede ich noch einmal schnell mit meiner Crew. Vielleicht weiß irgendwer was Neues. Nein. Was heißt, weiß was Neues, vielleicht will irgendwer was Neues. Du vielleicht. Puh. Hä, dem kann ich jetzt nochmal sagen, dass ich dem seinen anderen Ich begegnet bin. Das weiß er doch schon, das habe ich ihm doch schon gesagt. Ich bin deinem anderen Ich im Reich der Toten begegnet. Du? Hä? Du warst im Reich der Toten? Ja. Und ich habe da einen Geist getroffen, der genauso aussieht wie du. Ich wusste, dass es so ist. Irgendwie habe ich es immer gewusst. Sei froh, dass du noch einigermaßen bei Verstand bist. Dein Kumpel im Reich der Toten stammelte nur noch Unsinn. Du hast gut reden. Du bist ja auch nicht zur Hälfte ein Zombie. Jetzt übertreib mal nicht. Von einem Untoten bist du noch weit entfernt. Verdammt. Ich bin ein Freak. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich konnten wir ihm jetzt das Ganze hier erzählen, weil wir jetzt zur Insel der Toten reisen können. Ich glaube, das ist es. Weil die Questmarkierung, die ging ja die ganze Zeit auf diese Insel. Wahrscheinlich ist es das. Ich habe deinem Geist etwas vom weißen Schal erzählt. Ja. Nein, das kann nicht sein. Doch, und es hat geklappt, genau wie du gesagt hast. Dein anderes Ich ist aus dem Reich der Toten zu dir zurückgekehrt. Aber das heißt ja,
Das heißt, dass du wieder normal bist. Naja, fast. Ja, ja, ich spüre es. Du hast recht. Heil dem großen Kagunga und seinen Schergen. Ich bin frei. Das war ja einfach. Schön. Dann können wir ja wieder an die Arbeit. Ich danke dir, mein Captain. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Ich schulde dir was. Ich bin nun am Ziel meiner Reise. Ich werde dir folgen und dich unterstützen, bis du deins erreicht hast. Tja, ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. Super, dann ist der aber wieder klar bei Verstand. Oh, Captain, my Cap. Gut, dann hätten wir den Bones also therapiert. Wer ist denn das da oben? Hä? Ach, Eldrick. Dachte schon. Ein seltsames Leben hast du dir da ausgesucht. Das schon, aber es beginnt mir zu gefallen. Hier bin ich mein eigener Herr. Weit weg von der Engstirnigkeit und Bürokratie der Inquisition. Das kann ich gut verstehen. Doch lass dich nicht zu sehr von deiner Freiheit und Unabhängigkeit blenden. Wenn du die Welt retten willst, musst du auch für die Engstirnigen und Bürokraten kämpfen. Ja, ich weiß. Gut, das beruhigt mich. Ich kann einfach nicht mit diesem Kerl reden. Das erinnert mich viel zu viel an Xardas. Ich denke die ganze Zeit, Xardas steht vor mir und nicht Eldrick. Das ist einfach die Stimme von Xardas und nicht die von diesem Schamanen. Nee, nicht Schamanen, Druide. Naja. Wo ist denn der andere? Hier ist er. Aber wir haben ja die Seiten von Starbarts Tagebuch noch nicht gefunden. Was ist denn mit unserem Schiffkoch? Ich koch uns was Leckeres. Dann mach das mal. Apropos Starbarts Schatz, da könnten wir gerade mal gucken. Die verlorenen Tage, die Tempelruine. Auf einer anderen Insel. Wir müssen also wieder zurück an die Schwertküste. Aha. In diesen... Ja, okay. In diesen Tempel. Da müssen wir wieder rein. Und sonst... Das können wir wieder wegmachen. Ach so. Haben wir dann alle? Vier Stück waren es doch, wenn ich mich nicht irre. Die müssten wir ja hier jetzt eigentlich auch finden. Irgendwo in der... Hier. Zwei und vier haben wir. Dann fehlt... Ja, fehlen zwei. Was steht da nochmal drauf? Der Schlund der Erde ist tödlich, nur den rechten Weg geht. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestimmen. Okay, hoppala. Oh, ich wollte wieder ins Inventar zurück. Wir gehen gerade so. So. Da wo Seite 4 hier steht, nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Vermerk. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesie gegeben. Ah ja. Was ist nochmal mit der ersten Seite mit Nesia? Da haben wir doch auch schon irgendwas gemacht. Ach, die hat irgendwie geklaut oder so, oder? Ah, nee, stimmt, die hat ja... Ach. Alles wieder vergessen, die hat ja Hawkins. Oder wie er auch immer heißt. Der Typ, der unten bei uns auf dem... Unter dem Deck steht. Der hat ja die erste Seite, stimmt. Wir haben 2 und 4 und die dritte, die ist auf... Wie heißt es nochmal? Takarigua. Können wir jetzt eigentlich auch direkt schon zur Insel der Diebe? Nein. Aber, nee, es ist die Schwertküste, es ist nicht Takarigua. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es auf der Insel der Diebe so wird. Groß scheint die ja nicht zu sein. Also wenn man sich das mal so anschaut, ist die nicht groß, die Insel der Diebe. Okay, dann Patty, geh zurück. Aber wir können mit ihr auch noch gerade über den Lufttempel reden. Von einem Lufttempel hast du nicht zufällig etwas gehört, oder? Ich habe viel gehört, aber davon weiß ich nichts. Und was ist mit einer Insel inmitten von magischen Stürmen? Von Magie verstehe ich nichts. Bei der Beschreibung fällt mir nur die Sturminsel ein. Ich weiß sogar, wie man da hinkommt. Sturminsel, Klingt gut. Ein Versuch ist es wert. Oh, okay, das war ja mal einfach. Ich dachte, das wäre so total, so eine versteckte Insel. Ich meine, ja, Eldrick hat nicht mehr gewusst, wie man hinkommt. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Diebe mit diesem kleiner Held. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Insel der Diebe. Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts.
kann spannend werden. Kann spannend werden, ja. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht's dann auf zur Insel der Diebe. Bis dahin. Ciao.